Heute besuchen wir die Sharp Europa Zentrale in Hamburg und zeigen die unterschiedlichen Solarstromtechnologien, die auf dem Markt sind. Einen Überblick bekommt man bei der Sharp Referenzanlage. Wir sind hier auf dem Betriebsgelände der Firma Sharp in Hamburg und sehen hier eine Referenzanlage bestehend aus Dünnschichtmodulen, monokristallinen Modulen und polykristallinen Siliziummodulen. Jede Modultechnologie hat ihre eigenen Charakteristika und Stärken. Schon beim Produktionsprozess der verschiedenen Technologien gibt es Unterschiede. Bei dem monokristallinen und polykristallinen Silizium wird das Material aus einem Block herausgesägt. Bei dem Dünnschichtsilizium wird das Material auf eine Glasplatte gedampft. Die Vorteile bei den kristallinen Modulen liegen im Wesentlichen darin, dass sie die Dachfläche besser ausnutzen, dass ich also mehr Energieertrag bei kleinerer Dachfläche bekomme. Bei den Dünnschichtmodulen habe ich einen Kostenvorteil und sie nutzen das Lichtspektrum besser aus. Das heißt, ich habe ein besseres Schwachlichtverhalten, weil sie das Licht auch in Richtung Infrarot und UV-Licht sehr gut ausnutzen. Wie groß müsste eine Photovoltaikanlage sein, wenn sie den eigenen Strombedarf decken soll? Als Faustregel kann man sagen, dass eine 4 kW-Anlage für einen vierköpfigen Haushalt ausreicht. Das ist etwa eine Stromproduktion von 3600 Kilowattstunden im Jahr bei Südausrichtung. Die benötigte Dachfläche wäre dann etwa zwischen 40 und 50 Quadratmeter. Bei der Wahl des passenden Modultyps ist eine individuelle Beratung notwendig. Ein fachkundiger Installateur ermittelt die optimale Technologie für die jeweiligen Gegebenheiten.